wie der Sand fliegen mögen oder wie die Viecher heißen. Es juckt mich am ganzen Körper. Ich hab ja übel den Ausschlag. Richtig am Brennen. Hier hören wir, dass sich einige der Kandidaten immer wieder über diese Sandfliegen aufregen. Ich zeig dir mal, was diese Sandfliegen wirklich sind und wie gefährlich sie eigentlich sind. Übrigens sind uns die Sandfliegen auch hier in Europa näher, als uns lieb ist. Man hat sie sogar schon mal in Deutschland nachweisen können. Und durch den Klimawandel können sie sich weiter ausbreiten. Und so sehen diese Tiere eben aus. Man sieht sie halt bei Seven vs. Wild nie, weil sie halt so winzig klein sind. Vielleicht kennst du diese kleinen Fruchtfliegen, die immer im Sommer dann kommen, wenn du irgendwo Obst herumliegen lässt. Und ungefähr so groß sind die Sandfliegen. Im Übrigen ist der Begriff Sandfliege nicht ganz richtig, denn die Sandfliegen sind eigentlich keine Fliegen, sondern sie gehören zu den Mücken. Daher werde ich in diesem Video ab sofort den Begriff Sandmücken verwenden. Na, wir sind im Klugscheißer-Modus wieder. Das schreiben jetzt sicher wieder einige in die Kommentare. Boah, du bist so ein unsympathischer Klugscheißer. Wie kann man so klugscheißen? Ich weiß auch nicht, wo ich das gelernt habe. Ich glaube, ich bin als Klugscheißer auf die Welt gekommen. Ja, aber schon als Neugeborener gleich die Hebamme an klug geschissen. Die Sandmücken sind eigentlich keine einzelne Tierart, sondern eine ganze Gruppe von Insekten, die wir als Phlebotomine bezeichnen. Es gibt weltweit über 700 Arten von Sandmücken. Wie schützt man sich gegen Sandmücken? Die Sandmücken sind hauptsächlich früh am Morgen und in der Abenddämmerung aktiv. Außerdem sind sie bevorzugt an Sandstränden zu finden, daher der Name Sandmücke. Naja, und was man jetzt unter anderem tun kann, ist ganz einfach den Lebensraum und die Aktivitätszeiten der Sandmücken zu vermeiden. Das heißt, morgens und abends halte ich mich nicht am Strand auf, sondern gehe bevorzugt in den Dschungel hinein. Zum Schutz kann man auch ein Moskitonetz verwenden, das einige der Teilnehmer jetzt hier nicht dabei haben. Man kann sich in der eigenen Kleidung einwickeln, was zum Beispiel der Sascha auch richtig gemacht hat. Außerdem kann man, falls die Möglichkeit besteht, ein Feuer machen und ein bisschen Laubmaterial hinein tun, damit das Ganze schön raucht und der Rauch vertreibt dann auch wiederum die Mücken und andere Lästlinge und Parasiten. Ein bisschen kannst du dich mit Schlamm einreiben, wie es der Fritzke am Anfang gemacht hat. Könnte aber, ist so ein minimaler Schutz ist das auch, ja. Die Sandmücken setzen sich auf deine Haut und schlitzen dich mit ihren Mundwerkzeugen auf. Danach befördern sie ihren Speichel in die Wunde hinein und dieser Speichel verhindert die Blutgerinnung, dass mehr Blut herauskommt und die Sandmücke dann dieses Blut aufnehmen kann. Achtung, jetzt wird's krass. Die Verhinderung der Blutgerinnung wird durch bestimmte Toxine im Speichel der Sandmücken hervorgerufen. Der Speichel der Sandmücken ist hochimmunogen. Das bedeutet, dass unser Immunsystem sehr stark auf den Speichel der Sandmücke reagiert. Ich habe hier drüben jetzt eine Stelle. Oh. Die ist auf jeden Fall richtig am Brennen. Ist auf jeden Fall irgendwie entzündet. Oben auch. Sieht für mich aus wie so eine allergische Reaktion auf irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber das ist das erste Ding, was wirklich Schmerzen. Oh. Sobald ich irgendwie so mache oder irgendwas hebe, brennt's. Beim Fritz sehen wir hier eben diese extreme Rötung. Er hat auch gesagt, das brennt und juckt und ist ziemlich unangenehm. Und das kann eben eine Reaktion von seinem Immunsystem auf den Speichel der Sandmücken sein. Diese Reaktion ist auf eine Überempfindlichkeit gegenüber dem Speichel der Sandmücken zurückzuführen. Bitte ja, ich kann hier keine eindeutigen Ferndiagnosen erstellen. Das kann durch den Speichel der Sandmücken hervorgerufen werden, es kann aber auch etwas ganz anderes sein. Und damit kommen wir zur wahren Gefahr, die von diesen Sandmücken ausgehen kann. Das wirklich Gefährliche an den Sandmücken ist nämlich, dass sie verschiedene Krankheiten übertragen können. Außerdem können sie auch Parasiten übertragen, wie zum Beispiel die sogenannten Leishmanien. Das sind einzellige Parasiten, die sich dann im Körper einnisten können und erst Tage, Wochen oder sogar Monate später Symptome verursachen können. Und diese Leishmaniose kann zu verschiedenen Symptomen führen, je nachdem, welche Form der Leishmaniose man bekommen hat.
Bei der sogenannten kutanen Form entsteht eben auch eine Rötung an der Haut und dann kommt es zur Entstehung von einem Geschwür, das dann auch aufbrechen kann. Bei der viel gefährlicheren Form der Leishmaniose, der viszeralen Form, werden innere Organe befallen. Fieber, Gewichtsverlust, Blutarmut und im schlimmsten Fall der Tod können die Folge einer solchen Erkrankung sein. Leishmaniose gibt es übrigens auch hier in Europa und jetzt werden einige da draußen Panik bekommen haben. Deswegen zur Beruhigung, es gibt Möglichkeiten, diese Leishmaniose zu behandeln und wenn man sie einmal überstanden hat, ist man gegen die jeweilige Art der Leishmanien immun und zwar ein Leben lang. Ein anderer einzelliger Parasit, der auch in Europa vorkommt, ist dieser hier. Er kann sogar das Verhalten seiner Opfer manipulieren. Wenn du wissen willst, was passiert, wenn du dir als Mensch einen solchen Parasiten einfängst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Bis gleich!